So, hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen kleinen Video. Wir haben ja gestern den Grill laufen lassen für die 321 Ribs. So sieht das Ganze jetzt im Inneren aus. Ich räume das gleich mal aus und wir gucken mal, wie viel Asche tatsächlich sich angesammelt hat. Das Display sagt heute Morgen jetzt quasi Clean Grease Trap, also wir sollen das Blech sauber machen, beziehungsweise den Eimer, wo aber gar nicht so viel drin ist. Kommen wir mal zum Verbrauch, was er gestern verbraucht hat. Es war ja gestern bis so ungefähr zur Unterkante von dem Ding war es gefüllt. Und ja, das ist jetzt nach 6 Stunden quasi raus aus dem Grill. Was ich heute mit euch mal ausprobieren will, ist, wenn wir durch die Rückseite, hier haben wir den Schacht, um die Pellets quasi abzulassen, wenn wir den gleich mal leer machen, den Behälter, und den Grill dann starten, ob es irgendwie eine Fehlermeldung gibt, wenn er keine Pellets mehr hat, oder ob er dann so lange arbeitet, bis er halt nicht mehr auf Temperatur kommt. Weil ich habe gesehen, es gibt als Zubehör einen einen Pelletsensor, und ich bin halt am überlegen, ob ich den für 100 Euro nachrüste. Aber wir gucken jetzt erstmal gleich, was passiert, wenn wir den Grill so leer laufen lassen. So, ich habe mir hier so kleine Boxen gekauft, da passt genau ein Sack Pellets rein. Ja, ich werde das jetzt mal hier ablassen, mal gucken, wie das funktioniert. Ja, ganz so hundertprozentig sauber kriegt man es dadurch nicht. Das ist ein bisschen fehlkonstruiert quasi. Ich nehme euch mal mit auf die andere Seite. Ja, es bleiben noch ziemlich viele Pellets da drin in dem Tank. Die werde ich jetzt mal dann mit der Hand daraus angeln, beziehungsweise einfach nach unten durchschieben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das mal so gut es geht jetzt rausgekratzt aus dem Grill und ja, die Klappe habe ich wieder zugemacht. Das ist alles, was im Grill verbleibt. Ja, damit kann man, denke ich, leben. Vom Verbrauch her sieht es jetzt so aus. Die in der Kiste passen ca. 9 Kilo. Also würde ich sagen, wir haben die ersten, der Sack war ja nicht mehr voll, aber ich würde sagen, wir haben jetzt so 4 bis 5 Kilo verbraucht. Irgendwann werde ich mal einen Langzeittest machen, wo wir dann die Ergebnisse genau ermitteln. Ich werde ihn jetzt mal anmachen und wir gucken mal, was passiert, wenn die Schnecke leer ist. So, der Grill ist gleich aufgeheizt. Ja, die Schnecke hat sich noch nicht ganz so viel reingezogen. Ich denke, wir werden gleich einfach mal zusammen die Temperatur höher stellen, damit der Pelletverbrauch höher ist und dementsprechend die Schnecke schneller leer. Ich bin gespannt, ob es eine Alarmmeldung gibt, wenn die Temperatur abfällt oder so. Wir lassen uns mal überraschen. Sobald er aufgeheizt ist, sehen wir uns in der App wieder, dass wir den Grill quasi mal fernsteuern und ja, das von drinnen machen. So, der Grill hat die Temperatur von 120 Grad erreicht, ist dann umgesprungen von Preheating auf Manual Cook. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal mit der Temperatur höher. Das machen wir jetzt mal zusammen. Wir gehen einfach mal auf 200 Grad, na, obwohl 180 sollten auch ausreichen. Ja, er hat die Temperatur geändert. Man sieht jetzt hier gut in dem Raster, dass die Temperatur quasi noch nicht erreicht ist und dass er am Aufheizen ist. Und ja, ich hole euch dann wieder dazu, wenn er gleich aufgeheizt ist oder wenn die Pellets alle sind. Mal gucken, ob es dann einen Alarm in der App gibt, dass die Temperatur zu stark abfällt und dass der Grill sich ausschaltet oder so. Lassen wir uns mal überraschen. So, die Pelletschnecke ist leer. Also er scheint sich bei 180 Grad gut was reinzuziehen. Ja, es dürfte eigentlich nicht mehr so lange dauern, bis der Kollege irgendwann eine Fehlermeldung raushaut oder bis die Pellets alle sind in der Schnecke. Ich bin gespannt, ob er dann irgendwie einfach nur ausgeht, eine Störung anzeigt oder ob die App vielleicht sich sogar meldet. Ich würde euch dann dazu holen, wenn irgendwas Spannendes hier passiert. So, die Schnecke scheint leer zu sein. Zumindest fällt die Temperatur jetzt nach und nach ab und der schafft es auch nicht mehr dagegen anzuheizen. Also gucken wir mal, ob es gleich zu einer Fehlermeldung kommt oder ob er zwanghaft versucht weiter zu heizen, obwohl er gar keine Pellets mehr hat. So, also der Grill produziert keine Fehlermeldung, wenn er abfällt, weil der Behälter leer ist. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass der Lüfter gelegentlich dann aufhört zu laufen und wieder erneut anfängt zu laufen. Und ja, aber er scheint immer noch keine Fehlermeldung rauszuhauen, selbst wenn die Temperaturabweichungen über 50% sind. Der Behälter ist komplett leer und ja, ich denke, dann wissen wir das und können an dieser Stelle das Video beenden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.